tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Diancie vor. Diancie ist ein legendäres Pokémon ohne Entwicklungen und hat einen Gestein-Fee-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Stahl, eine Schwäche gegen Boden, Wasser und Pflanze, eine Resistenz gegen Unlicht, Normal, Feuer, Flug und Käfer sowie eine Immunität gegen Drachenattacken gibt. Diancie ist außerdem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollziehen. In normaler Form sind Diancies Basiswerte eher defensiv ausgelegt. Es hat zwar wenig KP, aber dafür zwei enorme Verteidigungswerte. Die Angriffswerte sind dabei immer noch stark. Im Mega erhöhen sich die Angriffs- und Initiativewerte enorm, dafür verringern sich aber die Verteidigungswerte ein gutes Stück. Des Weiteren ändert sich die Fähigkeit von Neutraltor zum Magiespiegel. Die EV splitten wir hier in 180 auf die KP, 176 in den Angriff und 152 in den Spezialangriff. Dazu ein ruhiges Wesen, um den Spezialangriff zu erhöhen und die Inne zu verringern. Als Attacken nimmt man Diamantsturm, Mondgewalt, Erdkräfte und Steinpolitur. Diamantsturm ist Diancies Signature Move. Er verursacht eine Menge Schaden und erhöht nach erfolgreichem Einsatz die Verteidigung um eine Stufe, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit sogar um zwei Stufen. Mondgewalt ist eine nette Feen-Step-Attacke, die mit 30%iger Wahrscheinlichkeit den Spezialangriff des Gegners senkt, und Erdkräfte gibt Coverage gegen Gift- und Stahl-Pokémon. Steinpolitur erhöht die Initiative um zwei Stufen. Die Spielweise von diesen Diancie ist ein klein wenig tricky. Ziel ist es, Diancie sicher mega entwickeln zu können, ohne dass es zu viel Schaden nimmt. Am besten sucht man sich dafür ein Pokémon aus, welches nicht viel gegen Diancie ausrichten kann. Hier hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr einen offensiven Angriff erwartet, dann boostet erst Steinpolitur, ohne das Mega auszulösen, damit Diancie seine guten Def-Werte für diese Runde behält. Wenn ihr mit einer Statusattacke wie zum Beispiel Egelsamen oder Irrlicht etc. rechnet, dann Mega sofort und boostet die Steinpolitur beider Mega-Entwicklungen, damit ihr den Magiespiegel habt, um die Statusattacke zu reflektieren. Nach der Mega-Entwicklung unter Steinpolitur ist Diancie sogar mit Init-Minus-Wesen noch schnell genug, um alles zu überholen und selbst einige Scarf-Pokémon zu überholen. Zudem kann man es nur schwer wollen, da es auf beiden Angriffswerten enorm stark ist. Nach einigen Diamantstürmen ist Diancies Verteidigung auch wieder enorm stark, sodass es auch nicht so einfach rausgenommen werden kann. Diancies größte Feinde sind Patronenhieber und Wasserschuriken. Sofern euer Gegner also Pokémon mit solchen Attacken hat, solltet ihr diese vorher versuchen rauszunehmen. Oder ein Psychofeld aufsetzen, damit Diancie zumindest zeitweise Schutz vor diesen Prios hat. Sind alle Gefahren aus dem Weg und alle Tanks des Gegners zumindest ein wenig angeschwächt, so zerstört dieses Diancie unter Umständen sogar das gesamte Gegnerteam. Das einzige, womit ihr Diancie sonst gut supporten könnt, ist ein gut ausbalanciertes Team, welches den Weg für einen erfolgreichen Sweep ebnet. Das war's von meinem Diancie und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen. We'll be right back.